Nach der Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien informiert Chefunterhändler Barnier am Vormittag die Vertreter der Mitgliedstaaten. Alle 27 Regierungen, das Europaparlament sowie das britische Unterhaus müssen dem Pakt noch zustimmen. Er soll bereits zum 1. Januar vorläufig in Kraft treten. Die deutsche Wirtschaft reagierte erleichtert. Das Abkommen sei besser als kein Abkommen, hieß es vom Bundesverband der deutschen Industrie. The deal is done. Es gibt eine Einigung, hatte der Daily Express vorschnell getitelt. Aber erst gegen 16 Uhr war es dann wirklich soweit. Kommissionspräsidentin von der Leyen verkündet, der Brexit-Deal steht. Endlich. Es war ein langer und steiniger Weg, aber am Ende können wir ein gutes Ergebnis vorweisen. Der Vertrag ist fair und ausgewogen und er war ein Gebot der Vernunft für beide Seiten. Bis zuletzt gestritten wurde um die Frage, wie viel EU-Fischer in britischen Gewässern künftig noch fangen dürfen. Ergebnis: letztlich 25% weniger als bisher. Die Einbußen werden aber über 5,5 Jahre langsam und schrittweise eingeführt. Ich weiß, dass das nicht einfach wird. Aber die Europäische Union wird den Fischern zur Seite stehen. Dazu haben wir uns verpflichtet. Noch viel wichtiger ist die Einigung auf Spielregeln in der Wirtschaft. Die EU akzeptiert, dass Großbritannien als souveränes Land nicht mehr 1:1 dieselben Gesetzestexte für Produktsicherheit oder Subventionen haben wird. Wenn Großbritannien das aber ausnutzt, um sich Vorteile zu verschaffen, will die EU umgehend reagieren. Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, wird es Importbeschränkungen und Zölle geben. Das hätte also einen Preis. Der britische Premier Johnson lobte den Deal. Er habe trotz aller Kompromisse die Ziele des Brexit erreicht. Britische Gesetze werden nur noch vom britischen Parlament gemacht, ausgelegt von britischen Richtern in unseren Gerichten. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hat ein Ende. Die Brexit-Verhandlungen sind vorbei, gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen der EU und Großbritannien hätten eigentlich schon im Oktober abgeschlossen sein sollen. Doch sie zogen sich immer weiter in die Länge und standen offenbar mehrmals kurz vor dem Scheitern. Auf Seiten der EU herrscht Erleichterung, dass es nun doch noch zu einer Einigung gekommen ist. Zu den Reaktionen aus London, Annette Dittert. Ja, auch in London herrscht Erleichterung und großes Aufatmen, vor allem bei der britischen Wirtschaft. Der harte Bruch ist vermieden. Jetzt kann es stattdessen ein Miteinander geben mit der EU, eine Basis für einen partnerschaftlichen Umgang in der Zukunft. Das ist die gute Nachricht. Aber der Deal ist dünn. Es wird folgen jahrelanges Verhandeln um die Details und der Handel, der Austausch zwischen London und der EU wird komplizierter als je zuvor. Dessen ungeachtet wird Boris Johnson sich hier in den nächsten Tagen als Sieger feiern lassen. Es gilt als sicher, dass dieser Deal im Ende Dezember durch das britische Parlament geht. Und der Deal ist für Johnson auch innenpolitisch eine große Chance, die aufgeheizte Atmosphäre der letzten Jahre hinter sich zu lassen. Und er kann und muss jetzt beweisen, welche Vorteile der Brexit wirklich bringt.